Schwierig. Wenn man einen Film für das, was sie damals waren, nehmen muss, dann heißt das, dass ein Film schlecht gealtert ist. Nein, nein. Du musst, was ich damit meine, ist, du musst einen Film immer so betrachten, in der Zeit, wo er entstanden ist. Das ist so, als würde ich jetzt Ben Hur gucken und sagen, das sieht alles kacke aus, die Kameraperspektiven sind doof, irgendwie alles ist da komisch gemacht, die Effekte sind scheiße, finde ich doof. Das ist halt schwierig, weil der Film Ben Hur zum Beispiel ist filmtechnisch ein Riesenmeilenstein und ist auch von dem, was der Film leisten konnte, unheimlich gut. Es ist so, als würdest du sagen, der Original Dracula mit dem Darsteller von Saruman, ich weiß den Namen gerade leider nicht, und Count Dooku, wo wir bei Star Wars sind, würdest du sagen, okay, die Filme sind scheiße, weil da passiert nicht so viel. Ja, aber das ist halt nicht modernes Kino, das ist halt altes Kino. Deswegen bin ich da vorsichtig, das zu sagen. Es gibt Filme, die nicht umsonst Klassiker sind. Und ein Klassiker muss nicht den modernen Standard erfüllen, sondern der muss den Standard erfüllen, den der Film damals erfüllen musste. Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. Mit zwei Meißeln. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Ich bin ja mit denen aufgewachsen. Episode 1 kam ja dann erst später und irgendwie sind die ersten Star Wars Filme so meh. Weil es war einfach die Technik nicht gut genug, um das so gut rüberzubringen. So im Vergleich zu den anderen. Wenn ich da zum Beispiel an Episode 2 denke mit den großen Schlachten und so oder Lichtschwertkämpfe in den alten Filmen. Ja, aber genau das ist es ja. Die Technologie hat es nicht erlaubt. Ich weiß nicht, Cyrados, ob du Disney Plus hast. Wenn du Disney Plus hast, vielleicht hast du es auch schon gesehen. Es gibt eine Doku, da wird die Produktion und Entwicklung der ersten Star Wars Filme besprochen. Also das ist quasi, die erzählen die Geschichte von Lukas Filmen etc., wie der Film entstanden ist, mit Originalproduzenten, Original-Effektleuten. Dann guckst du mal irgendwem an, der Disney Plus hat. Oder wenn du mal so einen Probemonat irgendwo herbekommst, tu es. Guck ihn dir an. Diese Doku ist unheimlich interessant. Und natürlich sind die Lichtschwertkämpfe damals nicht so gut gewesen. Aber das lag auch einfach daran, dass die Lichtschwerter nicht digital so erschaffen werden konnten, wie jetzt bei den anderen. Ja? Genau, Christopher Lee. Ja. Hallo aus dem Lurk. Nur ein bisschen zu Diskussion. Stimmt, da gab's doch dann, dass man denen mehr Schaden macht irgendwann, oder? War das nicht sowas? Keine Ahnung. Also die sind nicht schlecht, ich mag die sehr gerne, aber unter den Star Wars Filmen mag ich die halt nicht so gerne. Naja, du bist halt mit den, genau wie ich auch, mit der moderneren Trilogie aufgewachsen. Casablanca, auch ein Klassiker, der alt aussieht, aber trotzdem eine aktuelle Story erzählt. Ja, aber Casablanca ist ja auch nicht so der Effekt-Hit, ne? Lauf weg! Ach, du blödes Ding! Ich glaube, die Doku habe ich auch schon mal gesehen, aber woanders. Keine Ahnung. Ich meine, eine, die kam, glaube ich, maximal vor 2 Jahren raus. Ungefähr zu Beginn von Disney Plus. Jemand sagt, ist das die schlecht? Was? Moment. Jemand sagt, mit es ist schlecht gealtert, dass die das früher hätten besser machen sollen, nur dass es nicht mit den Standards von heute entspricht, also schlecht gealtert. Nee, aber genau.
Aber genau das ist es ja, was ich meine. Du kannst einen Film, der zu einer anderen Zeit entwickelt worden, nur oberflächlich mit dem aktuellen Stand Standards vergleichen. Das ist halt zu kurz gesprungen für mich. Etwas, was zum Beispiel gut gealtert ist, sind die Studio Ghibli-Filme. Alte Technik, aber nach heutigen Standards sehen die immer noch verdammt gut aus. Nein, eben nicht. Guck dir mal das Schloss im Himmel an, oder wie das heißt. Das Schloss über den Wolken, oder irgendwie so. Das ist nach heutigem Standard nicht gut, weil es pur handgezeichnet ist. Mit clunky Animationen und also Geschichten. Also Laputa, ja, so heißt das Schloss, aber heißt der Film auch so. Also nein, eigentlich nicht gut gealtert. Prinzessin Mononoke, ja, vielleicht. Chihiros Reise im Zauberland, vielleicht auch, aber das ist nicht so alt. Also die ersten Ghibli-Filme sind nicht gut gealtert. Verhältnismäßig. Deswegen, wenn du es so machen würdest, weiß ich nicht. Wir einigen uns darauf, dass wir uns uneinig sind. Kommst du her? Huh. Oh, leck mich doch am Zuckerli. Ich würde das Spiel so gerne auf 1080p spielen, aber das Spiel will ja nicht. Ich glaube, dann werden diese Mikroruckler auch weg. Wie ist das Spiel denn bis jetzt so? Ich finde das Spiel mega, aber ich kenne es ja auch schon, Syrados. Es ist mal wieder ein gutes Star-Wars-Spiel gewesen. Hat das kein DLSS? Das hat dynamische... Ist das das? Moment. Was es hat, ist... dynamische Auflösungsskalierung. Ist das DLSS? Alles andere ist halt... viele Wege führen nach Rom. Aber nur einer führt. Das hat das Problem auf jeden Fall nicht gelöst. Das kann ich noch nicht. Das ist eine Fähigkeit, die ich noch lerne. An der Wand rennen kann der jede Junge noch nicht. Nein! Ach! Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur den Gegner abvisieren. Ne, ich habe die originalen 4 bis 6 nie gesehen, aber ich mochte das 4 bis 6 Remake schon immer lieber als Kinderschokolade. Als Kinderschokolade Anakin 1 bis 3. Ja, das Problem ist halt, dass der Charakter Anakin... der ist irgendwie komisch gemacht. Also, da kann nicht mal unbedingt der Darsteller was für. Das ist alles ein bisschen schwierig.
Rubin. Parafisch. Okay. Ich habe aber keine Ahnung, was das hier ist. Das ist komisch. Ich mache auch mal V-Sync an. Vielleicht hilft. Neuer Terrarium-Farm. Okay. Oh Gott, das sind viel zu viele Wege hier überall hin. Irgendwie ruppelt das jetzt mehr als vorher. Was ist denn da los? Ich lasse einfach jetzt mal... Ich mache es jetzt mal auf 1080p. Das ist... Und mein Chat ist jetzt da außen, mein Aktivitätsfenster ist weg, aber das wird mir, alles Wichtige wird mir eh angezeigt. V-Sync ist aus. V-Sync ist aus. Aber hier ist Screen Tearing bei mir vom Feinsten, bei euch jetzt glaube ich nicht. Interessant. Warum auch immer. Und ansonsten halte ich Filme wie Bücher. Wenn die Geschichte gut ist, ist sie das auch noch in 100 Jahre später. Das Einzige, was schlecht altern kann, sind Witze in Filmen. Und Grafik ist für mich wie ein Spiel. Ein gutes Spiel kann schlechte Grafik wettmachen, aber gute Grafik nie ein schlechtes Spiel. Ja, das ist, wenn du kein Effektmensch, also kein purer Effektlieber bist, dann ja. Hä? Ich seh's mir an. Flora und Fauer. Aber es gibt ja auch die Menschen, für die ist Grafik das oberste Gebot. Siehst du was da drin? Ach, da oben schläft dieses große Vieh. Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Das ist der Weg. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Ah. Mehr Intensität. Prince of Persia Vibes. Prince of Persia Vibes. Jetzt komm her zu mir. Geschafft. Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbündeten. Ich erinnere mich an alte Tricks. Prince of Persia. Also wenn man hier so Ratings raushauen. Rogue One. Über 3, über 7, über 2, 8, 4, 5, 6 gleich, über 1, über 9, über Solo. Aber ey, ich finde von Star Wars allgemein sind die Filme eh das Schwächste, was zu bieten. Okay, jetzt muss ich ganz kurz... Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Du redest jetzt aber von der Reihenfolge. Episode 1, 2, 3 sind die Anakin-Padawan-Jedi-Saga. Episode... Episode 4, 5, 6 es ist die Originaltrilogie mit Vader und Episode 7, 8, 9 ist das, was... Okay.
Das heißt, Rogue One über 3. 3 war tatsächlich gut, ja. Über 7. 7 war der erste von der 9. Über 2. 8, 4, 5, 6. Aha. Über 1, über 9, über Solo. Über Solo ist auf jeden Fall klar. Und Episode 9, ich komme auf das Ende immer noch nicht klar. Das Ende ist so, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer den da ins Hirn geschissen hat. Ich weiß echt nicht, wer den ins Hirn gemacht hat. Rogue One mochte ich mit am wenigsten irgendwie. Cyrados, du hast einfach einen sehr eigenen Filmgeschmack. Das ist okay. Das darfst du haben, wie jeder Mensch einen eigenen Geschmack haben darf. Aber er ist sehr speziell. Eritos, da könnte ich jetzt was sagen, aber 2023 sollte man das nicht mehr. Warum? Was denn? Also, wenn jemand einen Satz so anfängt, dann kann man nicht aufhören, weiterzusprechen. Du musst den Satz jetzt beenden. Das hätte auch echt schief gehen können. Diese Tasche stammt von Coruscant. Der Rat der Jedi hatte ihn frustriert. Bitte hier an. Ach so, wer den aufs Skript geschissen hat? Wer hat den denn aufs Skript geschissen? Ich weiß es gar nicht mehr. Weniger Block. Okay, greift nach einem schnellen Ausweichmanöver an und führt eine schnelle Trittattacke aus. Gut. Wenn wir alle denselben Geschmack hätten, gäbe es nur noch Battlefield und Counter-Strike und niemanden würde hier etwas Neues entwickeln. Also wenn wir alle denselben Geschmack hätten, dann gäbe es in meiner Welt nicht Battlefield und Counter-Strike. Also, nee. Denn das sind beides nicht unbedingt Spiele, die ich jetzt bevorzuge und präferiere. Da gäbe es nur RimWorld. Was auf jeden Fall mehr Abwechslung mit, ja. Ja, aber das sind die mit meistgespielten Spiele. Ja, das ist richtig. Das ist durchaus richtig. Gibt es einen von euch, der sich auf Counter-Strike 2 freut? Also, ernsthafte Frage, weil für mich ist es vollkommen egal. Ich greife zweimal an. Danke dir. Ja, aber was hast du denn jetzt gemacht? Das auf jeden Fall nicht. Wir wären alle gleich, also würden wir uns der Masse anpassen. Ja, gut, wenn wir alle gleich wären, natürlich. Ich habe schon CSGO nicht verstanden. Also das Spiel verstanden habe ich schon. Ich verstehe nicht, warum man das
hardcore-mäßig spielt, aber ich glaube, das ist so etwas, das fängt man an, hardcore-mäßig zu spielen, wenn man kommt. Okay. Okay. Das ist der Weg, meine Freunde. Das ist der Weg. Da kann ich nicht drüber springen. In der Art und Weise. Das war nicht so mein Plan. Jedi tot durch Kakerlaken. Lagerfeuer? Jemand hat hier gelagert. Wir hatten ganz in der Nähe eine riesige Kreatur entdeckt. Sie nannten sie Beinok. Das wird das Ding ja sein, was da oben drauf sitzt. Hast du mich mal gesehen? Ich bin ganz schön famous. Das hat geklappt, mich in die Falle zu locken. Erst wenn Leute unterschiedliche Meinungen haben, können wundervolle Spiele wie zum Beispiel Rimworld, Dead Cells, Elden Ring und Star Wars Jedi Fallen Order entstehen. Und ich mag auch weder Battlefield noch Counter-Strike. Wollte nur nicht Fortnite sagen, weil es mir dann kalt den Rücken runterläuft. Ja, Fortnite ist halt auch so sein, ja, sehr spezielles Spiel. Aber nochmal zu den Filmen. Das Beste, was man in Star Wars schauen kann, ist Clone Wars Season 7. Sieht man mal von den Filmen ab und Fates of Jedi. Ja, bei den Serien haben die halt auch echt einen Goldgriff, ne? Geht doch. Gehen wir erstmal hier rauf. Tja. Next Ding. Sagen. Kannst du das hacken? Ja, dein armer Scomp-Anschluss. Aber du gegen die Bockratte? Mutig. Du gegen die Bockratte? Hast du was gefunden, BD1? Okay. Bockratte. Okay, die Bockratte.
Fortnite denke ich mir immer, ich glaube, die in unserem jetzigen Alter zu unseren Jungen haben das gleiche von Minecraft gedacht. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Überleg mal, welcher große YouTuber mit Minecraft seine Community quasi geschaffen hat am Anfang. Und der war zu der Zeit so alt, wie wir jetzt ungefähr sind. Ich hoffe nicht, aber ich denke auch ganz spezielle Dinge wie von Fortnite wegen China. Papa? Ja, genau, Papa. Papa Gronk. Wettrennen? Oh, dann los! Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Who knows? Who knows? Ich weiß nicht, ob ich mich hier ausruhen muss, damit das... Ein Scan? Ich danke dir. Opfergabe. Bei der Macht der Jedi. Mal wieder gerade hinsetzen. Ich sitze wie so ein Stück Wasser in der Kurve gerade. Das Gewölbe. Wahnsinn. Der immer wiederkehrende Hub. Geht's dir gut, BD? Gut gemacht. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Meister Bartak? Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen. Und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, also, so wie es einst die Sepho tat. Gold, Myrrhe und in diesem Droiden findest du alles Weihrauch, Nötige, ne? Um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Da habe ich jetzt eine Frage. Und zwar... Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Ja. Weißt du, ich war allein und das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey,
Kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Also, ganz kurz. Wenn wir uns diesen Tempel angucken, ne? Der Tempel ist ja schon ziemlich heruntergekommen. Der Jedi sagt uns, da ist ein Holocron drin, ne? Aber was ist, wenn das Holocron so alt ist, dass die meisten in dieser Holocron-Liste tot sind? Oder schon viel zu alt? Na, im Endeffekt sehe ich das wie mit allem anderen. Solange es legal ist, soll jeder machen, was er will, wenn er nicht erwartet, dass ich das auch mache. Du machst noch deinen Medikulaner krank, das mit Pericho. Was? Midi, nicht Medikloriana, die kannst du, glaube ich, nicht krank machen. Ich glaube, das funktioniert. Hier ist nichts zum Scannen. Ich habe gedacht, vielleicht ist hier was zum Scannen. Das ist der ganze Planet. Ich habe gefunden, was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. Wiggle, wiggle. Hi. Mann, 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 Mann. Drecksvieh. Nach Öffnen, Kühl, Lagern, Holocron haltbar 3 bis 5 Tage. Nee, so weit ich das doch gar nicht. Okay. Kann man auf jeden Fall wieder hochklettern. Mysteriöses Skelett. Verlassene Werkstatt. Da geht's nicht rein. Ich sehe nach. Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Seltsam. Dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Ja. War Datomir, Datomir der Planet von den, Hey, WD1. Wie heißt nochmal der Böse aus Episode 1? Sister of Night. Ja, aber das ist doch der, oder? Darth Maul, genau. Genau, genau, genau. Also das Volk von denen. Ich weiß, ich verstehe dich schon, aber es hat die gleiche Ausrede in CW, wo es auch ein Holocron auftauchte, wo alle machtbegabten Kinder der Galaxie notiert waren.
Wir hatten alle Machtvisionen oder so eine... genau, sowas ist das ja dann auch. Aber dass das halt unendlich haltbar ist, ist ein bisschen interessant. Wir müssen ja eh nochmal hierhin zurückkommen. Uns fehlen ja noch Fähigkeiten. Zurück wird schneller gehen. Nee. Denn gewisse Fähigkeiten hat BD1 noch nicht. Dafür brauche ich auch irgendwelche Force-Fähigkeiten. Hast du einen neuen Freund? Ein Bockling. Kiste. Aber Legend ist der Atomir, die Heimat der Rancors, wo die OG-Nachtschwestern auf ihnen reiteten. Was? Ja, okay. Aber das heißt doch nicht, dass das nicht auch jetzt in der Canon hier ist. Hier fehlt noch die Fähigkeit, ne? Ja. Hier fehlt die Fähigkeit. An der Wand rüberrennen? Unwahrscheinlich. Da war nur eben noch die andere Richtung, in der ich hätte reingehen können, wahrscheinlich. Bless you, möge der Ort damit dir sein. Vielen Dank. Nächste unpopular opinion. Star Wars Legend Universum Timeline ist extrem überbewertet. So viel Mist ist da drin gewesen, dass sie das gekillt haben. Auch ich weiß nicht, ob das unpopulär ist. Bei Legends hast du halt einfach zu viel historisch Gewachsenes. Es ist einfach too much. Aber genauso kannst du auch über die Warhammer 40k Storyline denken. Klar, klar hast du da den Vorteil, dass da immer noch diese Haupt... Firma oder wie auch immer man sie nennen möchte, ein bisschen die Hand drüber hält, aber da gibt es auch mehr Geschichten, als du dir irgendwie ausdenken kannst. Fuck. Ich habe gedacht, ich muss nochmal A drücken dafür, aber das ist falsch. Etwas? Ich danke dir. Die Bockling Gang. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, geh weg. Raus hier. Das ist BD1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Botuli-Gewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht.
Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holocron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Du brauchst aber nicht so ein Holocron. Ja, es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein auch Einzelgänger. Außer dem kleinen Droiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. It's a cube. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Eine sehr lange Nachricht. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Dazu. Bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und habe mir den Kopf gestoßen. Sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, du hast viel zu viele Augen, meine Liebe. Haben. Seid ihr dabei? Seid dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Ja, gleich. Langsam wird. Ach, da ist eine Pflanze. Ein Kalpi. Ha, Kalpi Rinja. Verstehe. Wenn du schon nicht gehen willst, nerv mich wenigstens nicht. Sorry. Okay, Merkeridos mag Menschen nicht, die ihn an seine Seele schauen können. Magst du das etwa? Wenn dich mit so Augen jemand die ganze Zeit einer anguckt. Das Komische ist halt, dass wirklich das Ende die ganze Zeit kaputt ist, bis wir wahrscheinlich das entsprechende Teil finden. Danke, Eritos, für den Ohrwurm. Welcher Ohrwurm? Was habe ich getan? Games Workshop ist halt ein Fan von Redcons in Warhammer 40k. Ich mochte Star Wars EU aka Legends und war am Anfang mega sad. Sehe es aber, dass viele gute Sachen aus der wieder eingebunden wurden. Zum Beispiel die mandalorianische Kultur, Thrawn und so. Und verstehe, warum die in Disney halt das geredconnt haben. Und es gab echt viel, viel crazy stuff. Ach, die Pflanze. Entschuldigung. Orwo mit Kalpi. Bei dem Wort spielt immer der gleiche Meme-Song in meinem Kopf. Tja. Jetzt habe ich Capybara im Kopf. Kennt ihr Capybaras? Und das Meme dahinter, dass man diesen Song hat auf Instagram oder wo auch immer. Immer Capybara. Fühlt ihr die Macht überhaupt noch? Ja. Aber statt mich zu öffnen, unterdrücke ich sie. Ich brauche eine Sekunde. Ja, eins.